So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Und heute habe ich mal etwas Kleineres für euch, keinen Bausatz, sondern Resinfiguren und Trara, einen neuen Hersteller, der sogar noch aus Deutschland kommt. Also da wollen wir ganz besonders mal ein Auge drauf werfen, was uns da erwartet. Die meisten Resinhersteller kommen ja aus Fernost oder aus Russland. Hier haben wir mal etwas Deutsches. So, und das Ganze schimpft sich Dennis Miniatures Design, DMD. Und da haben wir hier die 2021-105 Hans und 2021-106 den Gustav. Sind, wie gesagt, Resinfiguren, schlagen mit knapp unter 14 Euro zu Buche. Wir gucken uns mal einmal die beiden Bausätze an oder hier die Umverpackung, die auch gleichzeitig als Bemalungshilfe dienen. So kommt das Ganze hierher. Das ist der Hans, genau, 1939 bis 42 von der Uniform her, das passt ganz gut. Das sieht so ganz gut aus, dann so sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir nochmal eine Rückansicht, sehr löblich das Ganze. Oben nochmal zum Scannen, hier das Konterfei, die drehen wir mal richtig um. Das ist der Dennis, der hat sich das Ganze überlegt. Hier haben wir noch ein bisschen was Warnhinweise, Fair- und Bearbeitung, hier nochmal das Logo und das gleiche gilt natürlich für diese Figur. Auch die gucken wir uns einmal an. Auch hier haben wir einen Infanteristen mit einem K98. Hier nochmal die Rückseite, relativ typisch die Zuladung des Infanteristen, kann man sehr schön sehen. Das ja, Sturmgepäck, Spaten haben wir hier. Lape, Tasche und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, wir packen das Ganze mal aus. Ich hole mir hier mal meine Halterung. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe das vorhin einmal hier aufgemacht, damit das jetzt nicht so ein riesen Gefummel ist. In einem Zellophanbeutel ist das Ganze eingepackt. So, und hier haben wir einmal das Maschinengewehr, das MG34, Figur, Kopf, Arme und das. Ja, weitere kleine Zubehör, so wie immer bei Resin-Bausätzen, ein bisschen Müll. Das ist ganz normal, da entsorgt keiner was, sondern das sind so diese ganz normalen Rückstände. So, dann gucken wir uns das Ganze hier mal in der Nähe an, warten bis die Kamera schön scharf geschaltet hat. Ich glaube, das ist jetzt der Fall. So, hier haben wir ein MG34 mit überschlagenden Gurt. Ist mal was Neues, habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen. Von der Gussstruktur sieht das soweit ganz gut aus. Wir haben hier ein bisschen Rückstände. Ihr seht das hier, wo es so durchscheint, diese Haut, kann man relativ gut entfernen mit einem schönen scharfen Skalpell. Da aufpassen, bitte nicht schneiden. Was ich noch auf jeden Fall dann nachholen würde, vorne das Schussloch, hätte ich jetzt mal gesagt, vorne das, den Lauf aufbohren, damit man halt noch ein bisschen mehr Realistik hinkriegt. Die Hand, wie man sehen kann, ist hier angegossen. Das heißt, nein, ist nicht angegossen, da rede ich Quatsch mit Soße. Die haben wir nämlich hier. Das heißt, ihr müsst das Ganze dann hier noch so reinprökeln. So, dann haben wir einmal das. Dann kommen wir hier zu den Armen. Die haben wir erfreulicherweise alles auf einem, ja, ich sag mal, Spritzling auf einem Gussast hier. Ein bisschen unglücklich meiner Meinung nach ist angebracht, dass der Kopf hier auf dem der Helm, das lässt sich immer relativ schwer abtrennen hier, dass der Helm unten an ist. Schöner hätte ich das Ganze gefunden, wenn das hier auf dem Kopf wäre, weil dann ist die Schneide oder die Schnittfläche relativ gering. So, wir gucken uns mal das Gesicht, das versuchen wir mal reinzukriegen. Ja, kann man gut erkennen. Hier die Arme, Faltenwurf, da ist auch ein bisschen Gussrückstand, ein bisschen Grat. Wie gesagt, nichts Schlimmes, nichts, was man nicht irgendwie wegkriegen würde. Hier sieht das Ganze von hinten aus. Der Kamerad, die Hände kann man auch sehr schön erkennen. Also Finger, das ist soweit alles dran. Dann kommen wir mal zur eigentlichen Figur. So. So sieht das Ganze von hier aus. Hat eine Stielgranate im Gürtel. Hab mir mal sagen lassen von Veteranen, das war relativ ungemütlich, genau wie im, wenn die in den Stiefeln sind, weil die doch sehr gedrückt haben. Wurden ganz gerne zusammengebunden und über die Schulter gehangen. War doch ein bisschen bequemer. Das Gurtzeug, das kann man hier sehr schön sehen. Uniform, das Koppel. Das ist ein bisschen schwach, ein bisschen mager. Das kann man relativ schlecht sehen. So sieht der gute Kamerad von der Seite aus. Hier
Dann das Ganze von hinten. Das kann man auch sehr schön erkennen. So, Taschenfaltenwurf. Hier in der Mitte haben wir auch wieder ein bisschen Rückstand. Das kann man aber relativ, ihr seht das schon, leicht entfernen. Geht natürlich mit dem Skalpell besser, als wenn ich jetzt hier einfach mal ein bisschen rumprokel. So, dann haben wir hier Werkzeug. Da ist der Gasmaskenbehälter, dann die Labeflasche und natürlich das obligatorische der Henkelmann, alles mit dabei. Das passt soweit von der Anatomie, sieht soweit ganz gut aus, da gibt nichts zu mäkeln. So, und was haben wir hier? Noch ein bisschen Zubehör. Das Dreibein, oder in dem Fall ja das Zweibein. Und natürlich den Grabendolch, hätte ich beinahe gesagt, das Bajonett. Dann hinten das Zelt, die Zeltplane, das ist auch mit dabei. So, die beiden packe ich mal hier hin, die Teile. Dann kommen wir mal zum Gustav. Den haben wir hier. Gustav ist ja ein einfacher Infanterist ohne großes Zubehör. Da haben wir, wie gesagt, K98. Lege ich mal auch hier erstmal hin, damit ihr es schön sehen könnt. K98 Zubehör, den Spaten, Kopf auch wieder mit dem Helm so. Und was das Ganze so ein bisschen erleichtert, sehe ich gerade, hier ist das nochmal abgesetzt. Ich hoffe, dass ich das mit der Kamera gleich nochmal reinkriege. Hier das Gewehr und natürlich wieder das Obligatorische, was dann so ein bisschen übrig bleibt. Ich würde sagen, hier fangen wir mal mit der Figur an. So, und der junge Kamerad hat sogar eine Gasplane. Kann ich das so zeigen? Versuchen wir es mal so. So, der hat hier sogar eine Gasplane, kann man hier sehr schön sehen. Hier vorne an dem Gurt, dann haben wir noch ein Patronenbehältnis. Wir haben hier auch wieder eine Granate M24 reingesteckt. So kann man hier auch sehr schön sehen. Dreh das Ganze mal um. Ein bisschen unsaubere Posen, also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Nacharbeit gewünscht. Ist noch alles im Rahmen auf jeden Fall, aber da kann man noch eine kleine Schippe draufpacken. Dann kommen wir mal hier zu den beiden Arm. Scheint ein bisschen wärmer zu sein, da würde Russland 41 ganz gut passen oder aber auch Frankreich war auch relativ warm. So, und hier kann man sehen, knapp unter dem Helm, da ist so eine kleine, ich sag mal, Bruchleiste. So, das Gesicht, ja, Helmzeug ist auch drauf, der trägt sogar eine Uhr, ein sehr schönes Detail, Finger auch ganz gut drauf. Das, wie gesagt, passt auch hier in dem Fall, kann man, denke ich mal, so gut erkennen. Gucken wir uns das Gewehr an. Ja, das 98K, wobei das K für kurz steht. 1891 eingeführt, wurde dann, wie gesagt, modifiziert zu dieser K-Variante. Die normale Variante in der kaiserlichen Armee war doch eine ganze Ecke länger und auch entsprechend unhandlicher. So ein richtiger schöner Prügelstock. So, und hier kommt jetzt die Zuladung für den guten Kameraden. So, da haben wir hier einmal den Spaten, dann natürlich auch das persönliche Gepäck, was zu essen, zu trinken, muss immer gegessen werden. Von hinten, gut, das ist nicht so schlimm, das verschwindet dann ja eh. So, gucken wir uns das nochmal an, hier auch von oben. So, wunderbar. Gut, ja, ich würde sagen, ich packe das mal eben zur Seite, sind wir nämlich schon mit durch. Die Sachen räume ich gleich später auf. Ja, was bleibt als Resonanz? Schöner Einstand von dem Hersteller. Ein bisschen Nacharbeit muss sein. Einige Details könnten noch ein bisschen besser rausgearbeitet werden. Dafür trotzdem Daumen hoch. Ich denke mal, da kann man noch einiges erwarten, wenn, wie gesagt, noch eine kleine Schippe draufgetan wird. Der Preis 14 Euro ist okay. Ja, ansonsten überzeugt euch selber davon. Könnt ihr bei uns im Shop finden oder auch in anderen Shops. Dann sage ich Dankeschön und Tschüss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian.